Das ist nun wirklich eine sehr markante Wetterlage, die uns da heute zum Freitag ins Haus steht. Zum einen haben wir es mit milder Luft und Hochwasser im Südwesten zu tun. Und auf der Gegenseite im Nordosten, da bekommen wir jetzt klirre, kalte Nächte, Schnee und ein ziemlich winterliches Flair. Ich habe es hier hinter mir auch mal reingepackt, eben mit dieser Luftmassengrenze, wo immer noch nicht ganz klar ist, wo die liegen wird. Aber nochmal fürs Grobe, für den Überblick gibt es eben hier nochmal eben die Karte mit den unterschiedlichen Luftmassen im Nordosten, eben die kalte, und im Südwesten mit den Westwinden eben die warme. Und die Grenze verläuft so genau über, ja, so Niedersachsen rüber bis übers nördliche NRW und dann auch weiter Richtung Thüringen hinein. Und ein paar Kilometer nördlich oder südlich machen eben schon einen großen Unterschied, ob es dann Regen ist oder ob es Schnee ist, der da runterkommt. Und was da in den nächsten Tagen runterkommt, ist vor allem Regen, nämlich im Süden. Wir gehen jetzt mal Richtung Schwarzwald. Ich weiß, das ist ein bisschen weit weg, aber ist deswegen wichtig, weil hier ganz viel Schnee liegt. Zum einen, der jetzt abtaut, und zum anderen fällt da drauf auch noch mal ziemlich viel, nämlich bis zu 70 Liter auf den Quadratmeter bis Sonntag. Das heißt, wir haben diese 70 Liter, die fallen, plus den ganzen Schnee, der abtaut. Und das fließt alles in den Rhein hoch Richtung Nordrhein-Westfalen. Das heißt, da wird ziemlich viel Wasser in die Flüsse gepumpt und dadurch steigen eben auch dann die Pegel an. Im westlichen Niedersachsen und NRW bekommen wir es mit 14 bis 20 Liter auf den Quadratmeter zu tun. Im nördlichen Teil wird das Ganze dann wohl Schnee sein. Und 20 bis 25 Liter auf den Quadratmeter werden es im Harz, beispielsweise auf den Brocken. Auch hier wird das Ganze Schnee sein. Und hier gibt es dann eben am Rhein die Hochwassergefahr durch die steigenden Flusspegel. Und jetzt kommen wir mal zum Spannendsten überhaupt, und zwar nach Niedersachsen. Wo fällt denn hier jetzt Schnee? Jetzt habe ich mal grob die Modelle gemittelt und mal die Bahn eingezeichnet, wo denn dann wohl der meiste Schnee runterkommen wird. Und das wird von der Nordseeküste und den Inseln über Wilhelmshaven, Oldenburg, Bremen bis nach Hannover, Wolfsburg und Goslar grob der Fall sein. Hier werden 10 bis 20 cm Neuschnee fallen bis Samstagmittag. In den anderen Bereichen, die sind zum einen, sind das eben noch diese Unsicherheitsbereiche, weil das alles auch ein bisschen weiter nördlicher liegen kann oder eben auch südlicher. Aber fürs Grobe 4 bis 7 cm sind es Richtung Hamburg und 1 bis 5 cm sind es Richtung Vechta und Hameln. Wo kein Schnee runterkommen wird, ist definitiv Richtung Emsland, Osnabrückerland, Grafschaft Bentheim und Münsterland. Denn hier ist es einfach viel zu mild. Die Temperaturen sind eben sehr, sehr warm dort. Und so haben wir es eben einmal im nördlichen und nordöstlichen Niedersachsen mit dem Schnee zu tun. Und an der Grenze zum Regen kann es gefrierenden Regen geben. Das heißt, hier haben wir es also mit teils sehr glatten Straßen zu tun. Südlich davon, sprich vom mittleren Emsland übers Osnabrückerland und auch Richtung Hameln und Göttingen, da fällt dann meistens eben dieser Regen. Und die Temperaturen, die können dichter und unterschiedlicher, aber beieinander gar nicht sein. 6 bis 8 Grad bekommen wir vom Osnabrückerland bis ins mittlere Emsland und ein paar Kilometer weiter nördlich sind es nur noch minus 2 bis 0 Grad. Da sind also teilweise 6 bis 7 Grad Unterschied zwischen teilweise nur auf 30 Kilometern. Und dazu weht dann eben ein recht kalter Wind aus östlichen Richtungen. Jetzt gehen wir mal ins andere Bundesland, nämlich eine Etage tiefer nach Nordrhein-Westfalen rein. Und hier ist es einfach zu warm für Schnee. Hier fällt überwiegend nur Regen und teilweise auch recht kräftig, weswegen dann auch eben die Pegel von Rhein und Ruhr anschwellen werden. Dazu steigt die Schneefallgrenze im Sauerland auch auf 800 bis 1000 Meter. Auch hier wird der Schnee weggespült. Der Wind ist eben auch sehr ruppig und vor allem mild aus westlichen Richtungen. Und die Temperaturen liegen dann bei 8 bis 10 Grad Richtung Aachen und Richtung Rheintal. Und bei 3 bis 6 Grad liegen wir dann im Sauerland. Und dann kommt die Nacht auf Samstag. Die Luftmassengrenze bewegt sich langsam aber sicher Richtung Süden. Der Wind dreht auf Nord und es wird richtig kalt. Und dazu reißt es dann von der Nordsee her mehr und mehr auf. Und gerade über den Flächen, wo der Schnee ist, da kann es dann mal richtig kalt werden. Minus 2 bis minus 7, vielleicht sogar die minus 10 Grad eben auch an den Ecken, wo wenig Wind ist. Nach Osten weiterhin Richtung Wolfsburg und Richtung Harz schneit es noch ein bisschen. Genauso im Sauerland, da schneit es dann auch wieder. Und vor allem in der Eifel kommt auch wieder etwas Schnee dazu. Nordwestlich davon lockert es auf. 6 bis
Minus 1 Grad sind es dann eben Richtung Köln. Minus 2 bis 7 hatten wir ja gerade dort, wo es auflockert, sind auch mal locker minus 10 Grad über Schnee möglich. Der Samstag selber hat dann von Norden her bisschen Nebel über den Schneeflächen. Danach kommt auch mal die Sonne raus. Ein paar letzte Schneeschauer ziehen über den Nordosten, genauso Richtung Eifel. Und dazwischen bekommen wir ebenfalls einen Streifen mit Sonnenschein. Im Nordosten haben wir es mit minus 2 bis 0 Grad zu tun, sonst minus 3 bis plus 3 Grad. Und am Sonntag sieht es ähnlich aus. Abgesehen von wenigen Schauern von der Nordsee, die da reinziehen, bekommen wir es immer mal wieder mit Sonnenschein zu tun. Überwiegend ist es dann trocken. Und auch nicht mehr ganz so kalt. 1 bis 3 Grad sind es im Nordwesten und Richtung Nordseeumfeld. Minus 2 bis 0 Grad vom Harz bis ins Sauerland hinein.